Die Fruchtfliege kann uns helfen, neurodegenerative Erkrankungen wie zum Beispiel Alzheimer besser zu verstehen. Mit unserer Forschung wollen wir dazu beitragen, in Zukunft Medikamente entwickeln zu können, die gegen Alzheimer oder ähnliche Erkrankungen helfen. Ich bin Stefanie Schirmeier und leite seit 2021 die Arbeitsgruppe Zoologie und Tierphysiologie an der Biologischen Fakultät der TU Dresden. Neurodegenerative Erkrankungen sind ein wachsendes Problem in unserer Gesellschaft. Dies sind Erkrankungen, bei denen es aus verschiedenen Gründen zum Tod von Nervenzellen kommt. Das heißt, die Signalübertragung im Gehirn ist gestört. Dadurch kommt es zum Beispiel zu motorischen Schwierigkeiten oder, wie im Fall von Alzheimer, zu Schwierigkeiten beim Gedächtnis oder zu Verwirrungszuständen. Es gibt im Gehirn Gliazellen und Nervenzellen. Die Nervenzellen sind hochspezialisierte Zellen, die sind für die Datenübertragung, also für die Reizweiterleitung zuständig. Durch die hohe Spezialisierung müssen sie aber gewisse Aufgaben abgeben und das tun sie an die Gliazellen. Die Gliazellen sind im weiteren Sinne Helferzellen, die die Neurone metabolisch unterstützen, also ihnen Nährstoffe zur Verfügung stellen, die aber auch andere Funktionen übernehmen, wie Abfallstoffe der Neurone wieder zu verwerten, damit die Neuronen das nicht selbst tun müssen. Wir wollen nun verstehen, wie Veränderungen im Stoffwechsel der Gliazellen die Funktionalität der Neurone beeinflussen. Wir nutzen die Fruchtfliege, um Fragestellungen, in denen es um das menschliche Gehirn geht, zu verstehen, weil die Fruchtfliege ein leicht handhabbarer Organismus ist. Sie ist sehr klein, sie kann leicht gehalten werden. Die Generationszeit ist sehr kurz und wir bekommen daher in kurzer Zeit viele Nachkommen. Das ermöglicht einfache genetische Manipulation. Das heißt, wir können die Gene des Tieres verändern, um dann zu untersuchen, wie die Effekte auf zum Beispiel den Stoffwechsel sind. Außerdem laufen viele Prozesse im Gehirn der Fliege genauso ab wie in unserem Gehirn. Das heißt, wenn wir die Prozesse im Gehirn der Fliege verstehen, können wir sie auch in unserem Gehirn verstehen und dadurch Einblicke erhalten, wie unser Gehirn funktioniert. Es ist zum Beispiel bekannt, dass sowohl in Säugetieren, wie wir sie sind, als auch in Fliegen die Gliazellen und die Neurone zusammenarbeiten. Die Gliazellen nehmen Zucker auf und verstoffwechseln diesen zu Laktat. Dieser Prozess läuft in Mäusen, in Menschen und in Fruchtfliegen gleich ab. Daher gehen wir davon aus, dass auch viele andere Prozesse sehr ähnlich ablaufen. Nur wenn wir verstehen, welche Veränderungen im Stoffwechsel der Gliazellen und der Nervenzellen potenziell gut sind und welche potenziell schlecht bzw. pathologisch sind, können wir verstehen, wie Stoffwechselveränderungen zur Entstehung von Erkrankungen des Nervensystems beitragen.